Der arme Sadie muss sich heute aber auch echt was anhören. Erst sagt Danny ihm die Meinung, jetzt auch noch Michelle. Es hagelt harte Kritik an seiner Person durch die Hecke. Ich sag jetzt, was meine Meinung ist, okay? Ich habe dich kennengelernt als, du kannst ein sehr, sehr lieber Mensch sein. Und vor allem, wenn du jemanden ins Herz geschlossen hast, glaube ich, tust du alles für diesen Menschen. Das glaube ich wirklich. Ich glaube auch, dass du draußen eine ganz andere Person bist als hier drin. Ich glaube, dass du am Anfang schon viel zu viel an die Kameras gedacht hast und viel zu viel darüber nachgedacht hast, dass es gut ankommt, was du machst und sagst. Weil alles, was du sagst, klingt auch immer sehr positiv und alles immer sehr, 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 sehr nett. So bin ich eingestellt. Genau, das kann ja auch alles sein. Kannst du nicht wissen. Genau, so. Nee, kann ich nicht wissen. Ich denke immer mehr ans Positive als ans Negative. Genau, das ist mein Lebensmotto. Genau. Dieses Ding von draußen, wie du ankommst und so, dass es auf jeden Fall dir zu wichtig war, auf jeden Fall. Und dass du jetzt, wo du merkst, dass einfach viele so ein bisschen skeptisch werden dir gegenüber, dass du dann denkst, so scheiße, wie kann ich das jetzt umdrehen? Null Bullshit, dass sie mir das unter die Nase reiht, dass ich nur so tue, als ob aufgrund der Kameras, hä? Ja, also ich würde schon sagen, dass er lügt so teilweise, weil jeder hat ja diese, also ich auf jeden Fall habe diese taktischen Züge oder diese nicht authentischen Züge in meinem Kopf und denke mir so, boah, wie ist er, was will er eigentlich jetzt so? Meint er das jetzt ernst oder nicht? Ja, weil du es halt verstehst. Und die haben es alle richtig verstanden. Ja, aber das Ding ist, ich verstehe die anderen auch nicht falsch. Das musst du auch nicht. Aber das kreidest du mir an, dass ich nicht so viel lache und zu positiv eingestellt bin. Ja, also ich denke, sorry, aber es sind Eigenschaften, die werde ich nicht abdingsen. Du drehst dir das gerade, wie du willst. Das hast du mir gesagt. Aber du drehst du bist mir zu positiv und du lachst zu wenig. du drehst es dir einfach gerade, wie du willst. Hast du nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt. Also siehst du? Aber es hat und das sind schlechte Eigenschaften? Sorry, aber... Cedric. Dann werden wir halt keine Freunde mehr hier. Nee, glaube ich okay, auch. Okay, dann lassen wir es. Ja. Die hat mir Sachen an den Kopf geworfen. Da hört es bei mir auf. Mir ist fast der Kragen geplatzt. Ich habe mich eher so von dir verarscht gefühlt mit deinem Blockhausgeliebe da. Sag, du bist so süß, lass dich umarmen und so und küssen. Da hast du mich umarmt und geküsst und alles? Ja, das meine ich auch von, so. Fühl ich mich von dir verarscht. Ja, kannst du ja. Da, René und ich dachten, dass du da nämlich eine Taktik weißt spielst. Weißt du, was das für eine schlechte Taktik ist? Du spielst da eine Taktik. Wie voreingenommen kann man denn eigentlich sein? Ich meine, das kann er auch persönlich nehmen, weil das war ja meine Meinung über ihn irgendwie, die ich ihm da gesagt habe. Und ich glaube, er kam einfach überhaupt nicht damit zurecht, dass er mich mit seinen Worten nicht vom Gegenteil überzeugen konnte. Wer mir ans Bein pisst, tut mir leid, dass ich positiv eingestellt bin. Dass du es negativ findest oder schlecht findest oder gefühlt glaubst, ich schauspielere meine positive Art. Ey, also, sorry, aber pff. Die Nominierung ist immer noch das Thema. Cedric wollte eigentlich Danny nominieren, hat dann aber auf Romana umgeschwenkt. Grund genug, ihm kein Wort mehr zu glauben. Oder, Mädels? Das Ding ist auch, ich muss so lachen einfach, weil ich finde das so lächerlich, dass er wirklich denkt jetzt, nur weil er das jetzt alles einsieht und umdreht, also einfach so, wie es halt am besten ankommt, jetzt einfach zu verdrehen, dass es ja jetzt alle glauben. So. Das kann doch nicht, also wenn er jetzt wirklich die nächsten Wochen wirklich immer aufrichtig und ehrlich ist, dann kann man sagen, okay, er hat's gecheckt, bla bla bla. Aber jetzt nach 3 Tagen, was soll denn jetzt passieren? Also ich muss sagen, so wie du gesagt hast, er hat halt wirklich da keine Eier in der Hose gehabt, unabhängig von allen anderen. Sozial ist er halt einfach eigentlich gerade, ja, nicht ganz so gut, ne? Das war ja auch dann noch mal Gesprächsthema, dass er ja quasi gesagt hat, er würde, wenn er einen rüberschicken könnte, wo wir alle noch hier waren, würde auf jeden Fall Danny rüberschicken, weil er eben mit ihm nicht klarkommt. Nominiert dann aber Romana, weil er sie nicht im Haus haben will. Fürs Team. Aber bei Cedric, ich meine, das ist so, unauthentisch. Unauthentisch und so wenig Emotion in seinen Aussagen. Das ist einfach, er ist ein lieber Kerl, 100%. Ja, das glaube ich auch. Das ist so. Und das, was ich gerade gesagt habe, das ist halt einfach, er lügt. Ne? Ich kann das manchmal nicht so richtig unterscheiden, ob es jetzt wirklich beabsichtigt Lügen ist oder ob es eher so aus Angst Lügen ist, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass viele Dinge nicht so sind, wie er sie sagt. So. Ja, glaube ich schon.